Basti. Hi, Manni. Hi, Manni. Ist das nicht ein schönes Weihnachtsbäumchen wieder da? Oder man kann schon fast sagen, Baum, es gibt ja da unterschiedliche Größen. Aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist der Baum jetzt echt oder künstlich? Denn, nee, der ist echt. Wenn er nämlich künstlich wäre, da wären da 19% Mehrwertsteuer drauf. Was für ein Wahnsinn. Was Wahnsinn. Und wenn der aber jetzt echt ist, so wie der, dann sind da nur 7% Mehrwertsteuer drauf. Stell dir mal vor, du bist pauschalisierter Forstwirt, also steuerlich pauschalisiert. Und du hast den Baum aus dem Wald geholt, dann zahlst du nur 5,5% Mehrwertsteuer. Hast du aber Kulturflächen, wo du den Baum angesetzt hast, musst du 10,7% Mehrwertsteuern bezahlen. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn du den aber privat kaufst, ja, zahlst du gar keine Mehrwertsteuer. Und wenn du den bei einem Kleinunternehmer kaufst, so einen Baum, dann zahlst du auch keine Mehrwertsteuer. Aber Ritchie, wenn ich mir den Baum angucke, der kann nicht vom Kleinunternehmer sein, so groß wie der ist. Manni, was kann man denn da nun am besten ändern? Ja, Ritchie, was wir brauchen, ist ganz dringend eine Mehrwertsteuerreform. Übrigens hat unser Solms das schon vor Jahren gefordert und leider ist er damit nicht durchgekommen. Deswegen haben wir dieses Chaos. Also? Bürokratie ist hinderlich für die Wirtschaft, hinderlich für den Weihnachtsbaumkauf, hinderlich für alle. Es muss sich unbedingt was tun, dass wir die Bürokratie abbauen. Diese vielen Mehrwertsteuersätze, da sieht kein Bürger durch. Und wenn es die GroKo nicht macht im nächsten Jahr, müssen wir halt versuchen, nicht nur wegen dem Weihnachtsbaum Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das sollten wir machen. Und darauf fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, Manni. Und das war unsere Weihnachtsfolge Nägel mit Köpfen. Und wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir beim nächsten Mal reden oder streiten sollen, dann schreibt uns doch bitte oder abonniert unseren YouTube-Kanal. Bis dahin wünschen wir euch fröhliche Weihnachten. Wir machen Nägel mit Köpfen. Also wir haben früher unseren Baum im Wald geholt. Hast du das schon untersucht, die Elektrik, ob das alles in Ordnung so ist? Ja, also ein Prüfzeichen kriegen die jetzt nicht von mir. Also, nee, riecht nach Sauerland.